zu sein und eine enorme Verkrampfung mit sich gebracht haben, so dass wir von der Familienseite her versucht haben, sie nicht so weit zu bringen, dass sie solche Versuche machte. Und sie selbst hat es natürlich mit zunehmendem Alter auch vermieden, irgendwie den Versuch zu machen, sich zu bewegen. War das von Geburt an oder wie ist es zu der Behinderung gekommen? Es muss von Geburt an gewesen sein, wenn es auch nicht unmittelbar bei dem Ersttagsbaby, hätte ich fast gesagt, spürbar und erkennbar war, weil kleine Kinder wenig anfangen, sich ja zu bewegen in den ersten Tagen. Ja. Aber es muss schon von der Geburt her gekommen sein und es ist nach allem, was dann später bei den Untersuchungen herauskam und gesagt wurde von ärztlicher Seite, offenbar ein Fehler bei der Geburtshilfe gewesen, der durch den Einsatz einer Zange am Kopf Druck ausgeübt hat, der das Nervenzentrum genau an der Stelle zerstört oder zumindest irgendwo verändert hat, wo die Bewegung herkommt. Meine Schwester war ein 7-Monats-Kind, muss ich dazu sagen. Mhm. Ja. Wenn Sie sich so erinnern, wie sah denn der Alltag mit Ihrer behinderten Schwester aus? Haben Sie mit ihr gespielt? Ja, eigentlich musste und war es immer so, dass wir uns um sie gekümmert haben. Ich habe mit ihr gespielt, ich habe mitgeholfen, wo es ging, sie zu füttern und solche Sachen zu machen. Das gehörte dazu und war etwas, was ich auch sehr engagiert